Heute machen wir den In-N-Out-Burger aus California, nur wir machen den noch viel besser. Halal, lecker, homemade In-N-Out-Burger. So, jetzt rufen wir Masri an, meinen ägyptischen OG-Homie. Und er hat keine Ahnung, dass er morgen den besten Burger seines Lebens essen wird. Jo. Hey. Hey, was ist denn? Hey, hör zu. Hey. Morgen. Ja? Ja. Wirst du den besten Burger deines Lebens essen? Okay. Hast du verstanden? Okay. Und zwar... Du kommst um 12 Uhr zu mir. Hast du mich verstanden? So ernst zu sagen. Hast du es verstanden? 12 Uhr nachts. Um 12 Uhr mittags. Okay. Wir machen alles. Wir machen selbst die Buns frisch, okay? Okay, wow. Okay? Also stell dich schon mal drauf ein. Habe ich hiermit ein Ja. Ja, ein verbindliches Uhr, ja. Verbindliches. Ich will ein deutsches Ja hören. Ja. Sehr gut. Mehr habe ich nicht zu sagen fürs Erste. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Definitiv. Tschüss. Definitiv. Tschüss. That's what's up. Bist du bereit? Zuerst machen wir die 12 besten Buns, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Dazu nehmen wir Joshua Weissmanns Rezept. This guy is a living legend. Wir benötigen dazu 240 ml Milch bei Raumtemperatur, geben das in den Behälter, mischen zwei Packungen Trockenhefe rein und lassen es für 10 Minuten chillen. Dann geben wir 640 Gramm Mehl in eine Schüssel, 2 Teelöffel Salz, 4 Esslöffel Puderzucker. Und dann mixen wir das Ganze. In einer separaten kleinen Schüssel geben wir 4 Esslöffel Mehl rein, 180 ml Wasser und verrühren das über dem Herd bei mittlerer Hitze, bis es so langsam eine dicke Konsistenz bekommt. Dann lassen wir es abkühlen. Später nehmen wir die Hefemischung und geben 2x Ei, 2x Eigelb rein. Dann nehmen wir unsere klebrige Mehlmischung und machen es langsam in unseren Teig rein und lassen es gut durchmixen. 4 Esslöffel Butter geben wir dann noch rein und lassen das wieder für 3 Minuten mixen. Dann nehmen wir eine große Schüssel, schmieren sie mit Öl ein, nehmen unseren Teig und kneten ihn in einen Ball, klatschen das dann rein und mit einer Frischhaltefolie decken wir das Ganze ab und lassen es 2 Stunden lang gehen. The man who needs no introduction. Oh mein Gott! Genau so ist er in meine Videos reingeflogen. Oh mein Gott. Jeder kennt ihn. Er ist durch die Lüfte geflogen. Hast du gedacht, dass du einfach herkommst und sofort einen Burger essen kannst? Es ist 12 Uhr und es ist Sonntag. Und... ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt damit umgehen soll. Das ist halt so ein bisschen schon Ramadan-Vorbereitung, eventuell. Aber es ist ja schön, wenn man einfach die komplette Wertschöpfungskette... Bla 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 bla. So, schaut euch das an. Wundervoll. Bismillah. Dann nehmen wir unseren Teigball raus, machen es auf eine mehlige Oberfläche, teilen es in 12 gleichmäßige Stücke. Und dann führen wir diese Stücke zusammen und machen unsere Hände wie so Käfige oben drüber und lassen es rollen, bis es ganz rund und schön wird. Die Bandbällchen geben wir in eine Herdplatte, decken sie zu und bringen sie an einen warmen Ort für eine Stunde. Dann holen wir sie wieder und dann nehmen wir ein Ei, machen es in eine kleine Schüssel, geben ein bisschen Wasser dazu, rühren das Ganze. Das benutzen wir, um unsere Buns damit dann zu pinseln.
Nachdem die Buns gepinselt sind, tun wir sie bei 190 Grad für 15 Minuten backen, bis sie schön braun und beautiful sind. Dann nehmen wir sie raus und nehmen geschmolzene Butter und pinseln einfach drüber. Lassen das Ganze kühlen und du hast die brutalsten Buns der Welt. Tag 8, Burger machen. Wir haben so viel Zwiebeln gegessen, dass wir 3 Tage weinen mussten. Und es geht um 1200 Gramm Buns mit einer homogenen Aussehen und homogener bla 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 bla. Jimmy ist beim Kochen uns zum Opfer gefallen. So, jetzt schneiden wir 2 große Zwiebeln. Ich habe sehr empfindliche Augen, deswegen tauche ich jetzt. Für die Soße schneiden wir, wie gesagt, 2 große Zwiebeln in klein gewürfelte Stücke. Dann machen wir 2 Esslöffel Butter in den Topf und lassen es bei mittlerer Hitze schmelzen. Geben dann die Zwiebeln rein, bisschen Salz, bisschen Zucker und lassen das Ganze dann 30 Minuten lang karamellisieren. Dauert zwar ein bisschen, aber das Ergebnis ist Soße sein Vater. Gramm klein gehacktes Schnittlauch, 2 Esslöffel Worcestershire Sauce und das Ganze dann mixen. Dann 2 gewürfelte Gewürzgurken rein und die karamellisierten Zwiebeln reinmischen. Und du hast die best burger sauce of your life, I guarantee that. Zuerst formen wir 110 Gramm Burger Patties. Das Hackfleisch muss vom Rindernacken sein, muss 80% Fleischanteil haben, 20% Fettanteil und 100% Halal-Anteil. Dann toasten wir unsere legendären Buns für ein paar Minuten in einer Pfanne mit Butter. Dann schneiden wir dicke, runde Scheiben Zwiebeln, braten sie beidseitig in Öl und machen etwas Butter dazu, weil Butter das Geheimnis ist. Dann nehmen wir eine wunderschöne Gusseisenpfanne, machen Öl in die Pfanne und lassen sie heiß werden. Wenn es dann soweit ist, nehmen wir unseren ersten Patty und dann smashen wir ihn. Beim Smashen sorgen wir dafür, dass wir schon ziemlich gut drücken, dass der Patty auch ziemlich schön dünn und kross und knusprig wird, weil beim Drücken die ganzen Röstaromen entstehen. Wir würzen dann mit etwas Salz, werfen ein bisschen Butter rein, weil Butter einfach Leben ist. Nach 3 Minuten flippen wir, würzen die andere Seite wieder mit etwas Salz und legen Cheddar Cheese drauf. Legen unsere angebratene Zwiebel drauf, nehmen neues Fleischbällchen, smashen es wieder, Salz drauf, flippen, Salz drauf und auf diesen Patty kommt dann American Cheese oder Schmelzkäse drauf. Dann kommt dieser Patty über den letzten Patty und jetzt wird gestapelt. So, Tarek, ich will jetzt eine ganz echte Einschätzung von dir, also 100% Honesty, okay? Jetzt schon? Jetzt schon. Das ist herausragend schön. Das ist eins, also in puncto Schönheit haben wir hier einen Spitzenkandidaten vor uns. Mhm. Man sieht im Aufbau zwei wirklich saftige Stücke Fleisch, dazwischen karamellisierte Zwiebel als Grundtomate und ein Salatblatt und abschließend mit 2 identischen Soßen. Rezept gab's schon und dann das i-Tüpfelchen selbstgemachte Buns. Du wirst es niemals essen können, ohne Sauerei zu machen, aber... Ich werde es versuchen müssen, weil das ist keine Sache, die man
Danke sehr. Auf die leichte Schulter nehmen. Nee, das muss auch hier einmal das komplette. Die Buns sind ja auch angebraten. Also das wäre. Es wäre unfair, wenn man hier diesen komplette Geschmack separiert. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mhm. Ich bin sehr versaut, aber der Burger ist versauter. Es ist, ich kann es nicht beschreiben. Und das hat den Geschmack. Jetzt weißt du, wie In-N-Out Burger schmeckt, nur viel, viel besser als das Original. Ich esse jetzt wirklich, ist mir egal. Das ist keine Klicks mehr, ist mir egal. Voll gut. Okay, Alhamdulillah, sehr schön. Alles richtig gemacht. Wir versuchen es jetzt nochmal, die zu essen, aber es wird eh nicht funktionieren. Aber egal, ein bisschen Sauerei. Genau so muss es sein. Nasty, nasty In-N-Out, fresh, animal style burgers. Two nasty Americans. Animal style, ich weiß gar nicht, ob das animal style ist, aber das ist sehr animalisch, guck dir das an. Also, Bismillah. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Riech erst mal. Wir essen mit der Nase. Ja, genau. Der erste, ja. Ein bisschen mehr. Ja. Und schon ist mehr. Ja. Wow. Hat sich gelohnt. Voll. Hat sich gelohnt. Wir sind angekommen. Jerry ist nicht umsonst gestorben. Bis zum nächsten verrückten Video. Juicy. Bitte rennt einmal aus der Küche raus. Ja. Das ist zweimal oben. Ja. Kein Bock mehr! So, sehr gut. Gordon Ramsay.